Was geht ab, Leute? Ich habe euch letzte Woche versprochen, dass nächste Woche ein Video online kommen wird, wo Ashley komplett zerstört wird. Und ja, der Tag ist auf jeden Fall gekommen. Leute, ihr merkt wahrscheinlich an meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Aber das hält mich nicht davon ab, für euch ein Video zu drehen. Denn ich freue mich unnormal auf dieses Video heute. Weil Ashley, du tust mir jetzt schon leid. Bevor das Video aber anfängt, Leute, das Video dient nur zur Unterhaltung, steht auch in der Videobeschreibung, ne? Ja, was ist denn passiert? Ich brauche euch, glaube ich, gar nichts mehr zu erklären, so. Frankfurter Mädchen Ashley, kennt ihr? Sie hatte damals in einem Straßenumfragevideo mitgemacht und ich habe darauf reagiert von einigen YouTubern, vor allem Pumpin' Monkey und Arfa. Das sind auf jeden Fall Brüder von mir, schöne Grüße an euch. Und ich wusste auf jeden Fall, dass heute das Video online kommen wird. Ich wusste es. Hinter den Kulissen gehen so viele Sachen ab, ihr wisst das nicht. Der hat auf jeden Fall eine Ansage gegen mich gemacht. Ich habe mir das Video noch nicht angeschaut, aber wir werden auf jeden Fall auf das Video von Pumpin' Monkey jetzt gleich reagieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, so, denn das wird jetzt gleich richtig ekelhaft. Was ich noch kurz sagen wollte, ist, ich wollte mich nochmal wirklich für euren Support bedanken, so. Wir haben alles auseinandergenommen mit diesen Frankfurter Mädchen-Videos. Eure Unterstützung ist momentan wirklich krank. Ihr seid wirklich gerade krank unterwegs. Und dafür wollte ich mich doch mal bei euch bedanken. Und ihr habt auch mittlerweile gecheckt, dass die Videos nur zur Unterhaltung dienen, ne? Aber ich glaube, Fritteusen Gangster Ashley hat es noch nicht gecheckt. Die macht immer noch weiter Stiche gegen mich weiter. Ashley, wann wirst du es verstehen? Ja, guck mal, Zeynep, Alter, man hört gar nichts mehr von der. Lebt die überhaupt noch? Sie macht aber alles richtig. Ich glaube, sie schämt sich für das, was sie gesagt hat und getan hat im Internet. An eurer Stelle würde ich wirklich Social Media löschen und erstmal wirklich Abstand nehmen von diesem Internet. Denn eure Ehre ist auf jeden Fall irgendwo in der Mülltonne. Das ist leider die Wahrheit. Und ich mache gerade nur Spaß. Aber egal, Leute, zu lang geredet. Starten jetzt mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wen haben wir hier? Ashley. Allah, genau, guck mal bitte, wie die ihre Jacke angezogen hat. Wie so ein Erstklässler. Ashley, was geht? Nichts bei dir. Ashley, ich stelle dir die Frage, die ich den anderen Leuten auch schon mal stelle. Ja. Yeah. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen den Deutschen und uns ausländischen Männern? Was findest du, gibt es einen Unterschied? Und du auch? Aussehen. Ich schwöre, Aussehen. Aussehen. Ich schwöre, Aussehen. Okay, danke. Gut zu wissen. Wussten wir nicht. Ja. Und die Ausländer sind mehr krimineller so als die Deutschen. Die sind so richtig anständig, so die meisten. Okay, das ist jetzt dieses Klischee-Laberei, was die da machen. Aber das brauche ich euch, glaube ich, jetzt gar nicht zu erklären so. Ja, nee, das Mädchen hat so oder so IQ wie Ameisenbeine. Ich glaube, die beiden haben heute... Ich pass auf, dass sie keinen Scheiß machen. Parfüm. Aha, das finde ich schon mal korrekt. Habt ihr gehört, was die Freundin gesagt hat? Ich pass schon auf, dass sie nichts Falsches sagt. Aber dann könnt ihr überlegen, sie braucht in jedem Alter noch Betreuung lang. Ist schon auf jeden Fall cringe, sein Vater. Keinen Scheiß. Parfüm, also aufgemacht und drüber geschüttet. Gar nicht. Oder meine Hälfte. Ich krieg keine Luft hin. Bruder Herz, das war Ashley, lo. Sie hatte keine Zeit zum Duschen, beziehungsweise sie duscht so oder so nur dreimal im Jahr. Sie hat einfach Parfüm genommen über ihren Kopf gekippt, Bruder. Weil du weißt, Fritteuse stinkt und so. Das ist so Trick 17, das ist so Lifehack. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße Lechanko. Lechanko? Ja. Erstmal schöne Grüße gehen raus, Bruder. Ich habe ihm nämlich gesagt, beim nächsten Video werde ich ihn grüßen. Dafür, dass er einfach diese ekelhafte Aktion abzieht. Erstmal, Bruder, herzlich schöne Grüße zurück. Und ekelhafte Aktion? Was für eine ekelhafte Aktion? Ich habe dich zu Recht fertig gemacht. Und das war ja alles nur Spaß, war ja alles nur Unterhaltung. Meine Videos, die nur zur Unterhaltung, ist auch nur Spaß. Und das weißt du ja auch. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, nee, ich muss dich doch ein bisschen noch erziehen, weißt du, wie ich meine, Ashley? Ich spiele sowas wie eine Vaterrolle in deinem Leben, weißt du? Oh mein Gott, das ist so offiziell. Ich bin der Vater von Ashley. Aber nein, ehrlich, ich muss dich noch ein bisschen erziehen, weißt du, wie ich das meine? Weil keine Ahnung, was deine Eltern da falsch gemacht haben in ihrer Erziehung. Weil wenn du schon von zu Hause wegrennst, ne, Ashley, hat ja schon viel zu bedeuten, dass du ja auch dann so einen großen Respekt hast vor deiner Mutter, ne? Dass du von zu Hause abhaust und bei anderen Jungs bis 3 Uhr nachts schläfst. Du hast ja richtig Respekt vor deinen Eltern. Aber Papa Janko bringt dir noch Respekt bei, keine Angst. Der hat ja gegen dich... Ja. Reaction-Video. Ja. Was hat der Fritteusenkopf Ashley? Aber er wiederholt sich 500 Mal, hast du auch gemerkt? Der hat sich 500 Mal wiederholt. Ich sag dir ehrlich, ich mag ihn. Boah, Wallah, das wäre jetzt richtig so Herzinfarkt für Ashley, dass er gesagt hat, ich mag ihn aber. Bruder, jetzt ich mag dich auch, schöne Grüße. Ich sag mal so, sie meint ja, ich wiederhole mich andauernd, weil ich sage Fritteusenkopf. Okay, das Ding ist aber, wenn ich sage, du bist ein Fritteusenkopf, das ist ja nur die Wahrheit, so weißt du, ich meine? Wenn das eine Lüge wäre, dann wäre es schlimm. Aber ich sag ja die Wahrheit. Du hast ja fettige Haare, was soll ich machen? Ich sage Fritteusen-Gangster, Fritteusen-Oberhaupt, Fritteusen-Spagat-Tänzerin, dann ist das ja, was soll ich machen? Das ist doch echt. Ja, nee, ist doch die Wahrheit. Beziehungsweise, du kannst doch jetzt nicht sagen, dass ich laber oder so. Und ich muss ja auf die 10 Minuten kommen, weißt du, wie ich das meine? Das ist doch eine gute Taktik für mich. Willst du Lechanko was sagen? Das nächste Mal such dir deine Klicks woanders und nicht durch uns. Schau auf meine Mutter sogar. Oh, sorry, Superstar. Sorry, Superstar Ashley. Amnesiki, mach dir mir einen auf bekannt jetzt. Ich hab dich bekannt gemacht, sozusagen. Beziehungsweise Pumpin' Monkey und die ganzen Leute, die auf dich reagiert haben, haben dich bekannt gemacht. Wie, was machst du hier einen auf Superstar? Wir benutzen dich alle wie Spielzeug. Du bist Unterhaltung pur für uns. Aber im negativen Sinne. Weißt du, wie ich das meine? Denn so Fritteusenköpfe gibt es nicht überall auf der Welt. Ganz, ganz selten. Und ich mache gerade einen Spaß. Hihi. Boah, ich weiß, dass dieses Mädchen mich gerade so verflucht. Die macht so Auge auf mein Leben. Wallabilla, die kommt sogar meinen Träumen vor. Lan. Ich träume mich schon von ihr, wie die.
versucht, mir eine Bombe zu geben, Amenachem. Ja, nee, vor allem, was willst du von mir, Bloody Marys Schwester? Walla Billa, Bloody Mary geht sogar, glaube ich, öfters duschen als du. Sie kennen, Walla, du siehst einfach aus wie The Ring. The Ring hat ja auch so fettige Haare. Sie kennen, sie geht wenigstens im Brunnen ihre Haare waschen, Amenachem. Du hast doch eine Dusche zu Hause. Wieso gehst du nicht duschen? Was versuchst du da? Machst du über Experiment? Ein Jahr ohne Duschen? Das hat, guck mal, dadurch, dass dieses Video von mir und Zeynep so ein Trend war, so jeder hat es. Hör mal zu, ganz kurz mal hier nebenbei. Mein Video mit Zeynep und Enes, also Arfa, hier unten. Danach sind alle YouTuber auf einmal hierher gekommen und haben mir Videos gedreht. Vor allem diese YouTuber mit Rucksäcken. Weißt du, wie ich meine? Zieht man ja so einen Rucksack aus. Oder, Bruder, was sagst du diesen YouTubern mit Rucksack? Fatih hat da auf jeden Fall recht. Ich habe auch gemerkt, dass auf einmal jeder nach Frankfurt fährt und mit dieser Ashley und Zeynep Videos drehen möchte. Und dass auch jeder auf einmal Reaction-Videos über sie macht. Ich war einer der Ersten, wenn nicht, war ich der Erste, der so ein Reaction-Video gemacht hat. Und das ging auch direkt viral und ich habe gesehen, auf einmal diese ganzen YouTuber machen nach. So, ja, nee, macht ruhig weiter nach. Ist nicht schlimm. Reagiert auch drauf. Aber sagt dann nicht am Ende, Hüli, Kopierer oder was auch immer. Wenn ihr selbst kopiert, weißt du, wie ich das meine? Ja, nee, ich hab nichts dagegen, wenn ihr mir versucht nachzumachen. Aber dann seid nicht so hinterhältig und redet irgendwie hinter Rücken oder so. Walla, dann seid nicht so lächerlich. Walla, es gibt so viele YouTuber, die so hinterhältig sind. Nee, ihr glaubt das nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, was der Bruder Fatih meint. Ey, was ist Ashley? Richtig. Oh mein Gott, tamam, okay. Arfa, Bruder, du hast ihre Ehre genommen. Walla, ich sag nur einmal in einem Video Fritteusenkopf, nicht schon ist das ein Trend geworden, Mann. Walla, krank. Arfa, Bruder, ich küsse dein Herz. Tschüss, guck mal, wie viele Frankfurter waren da? Wie viele Menschen waren da, die das geschrien haben? Walla, Frankfurter sind krass, ich schwöre. Ich küsse eure Augen. Ein richtiger, fetter Fritteusenkopf, Alter. Entschuldigung, ich hab dich, ey. Ich hab dich richtig gehört. Fritteusenkopf, Alter. Fritteusenkopf. Ach du Scheiße, Bruder, was hat der für die Stimme? Donald Duck, Land? Was war das? Natürlich ist das alles nur Spaß, Leute, ne? Wir möchten hier niemanden bloßstellen oder so. Aber ich sag mal so, ne? Wer versucht irgendwie Wehrlose, Obdachlose zu schlagen? Der hat es auch dann verdient, Fritteusenkopf genannt zu werden von den ganzen Menschen, oder? Okay, hör mal zu. Auf jeden Fall, ich auf meine Mutter. Django, wenn du das Video siehst, ich küsse dein Herz. Danke für diese Reaction, alle. Für diese Opfergeburt. Auch eine Fehlgeburt aus von Herrentoilette bei einem KFC-Restaurant. Bruder, was hast du gemacht? Bruder, woher hast du diese Sprichwörter, oder? Bruder, Walla, ich könnte mich jetzt eigentlich behindert lachen, ne? Aber mein Hund ist gerade am Pennen und ich jetzt anfange hier zu schreien und zu lachen. Bruder, der fängt an rumzubellen und vertrau mir, Bruder, den kriegt man nicht leise. Was willst du? Wolltest du was sagen? Was willst du sagen? Ja, Leute, ich wollte dich. Ich hab jetzt wie ein Mann geredet, krieg ich jetzt Schläge wie ein Mann? Krieg ich jetzt Schläge wie ein Mann? Abo, jetzt geht's auf jeden Fall ab, Bruder. Walla, man braucht einfach so einen Alpha. Ich hab das schon mal im Video gesagt. Man braucht einfach so einen Alpha, der dahin geht und Walla einfach seine Meinung sagt so. Wir schauen uns ja diese Videos auch an und wir haben unsere Meinung im Kopf. Und der ist so ein Typ, der geht hin und sagt das direkt in die Fresse. Und Walla, so Menschen respektiere ich einfach, weil der hat die Eier dazu. Aber Bruder, jetzt Walla, der Spruch war gerade zu krank, Lodi. Geht, glaube ich, jetzt 4 Tage nicht schlafen. Kleiner Pico, Alter. Wie kleiner? Kleiner Pico bist du. Was willst du machen? Ich hab jetzt wie ein Mann geredet. Krieg ich jetzt Schläge wie ein Mann? Krieg ich jetzt Schläge wie ein Mann? Lass sie doch auch mal reden. Ich frag sie doch gerade. Krieg ich Schläge wie ein Mann? Sag doch, krieg ich Schläge wie ein Mann jetzt? Fuck mich nicht ab. Kleine M-Gestalt, Alter. Bruder, jetzt, Walla, das war jetzt zu krank. Walla, sie wurde offiziell auf der Stelle auseinandergenommen. Walla, wenn die nochmal in Frankfurter Hauptwache chillt, ne? Oder irgendwo Frankfurt chillt, ne? Dann hat die wirklich richtige Eier am Nacken. Okay. Denn das, was jetzt gerade passiert ist, das war zu wild. Lechanko, Reaction, Ashley. Der ist fresh. Der hat keine. Guck mal, ich hab mit dem auch privat geschrieben. Der hat so ignoriert, so mäßig. Ach, ich sag so, hast du jetzt keine Eier zurückzuschreiben? Guck mal, jetzt sag mal dazu, wer bist du, dass ich dir antworten muss? Walla, wer bist du? Wer bist du? Wer? Sag mir, wer bist du? Wenn du mir jetzt auf Instagram schreibst, wer bist du, dass ich dir zurückschreibe? Bist du irgendwie meine Cousine? Bist du mein Vater? Bist du meine Mutter? Wer bist du? Walla, wer bist du? Ich wette, und danach habe ich noch geschrieben, wette, du machst jetzt Video gegen mich, nur weil ich so geschrieben habe. Was passiert? Nächsten Tag kam Video gegen mich raus. Und danach, ich schreibe weiter mit dem. Danach sagst du, ich bin nächstes Mal wieder in einem Video drin. Weißt du, was er sagt? Der sagt, okay, dann wirst du wieder hops genommen. Ey, den Einzigen, den du hops nimmst, bist du selber, weil du hast keine Hobbys. Was für eine Argumentation. Den Einzigen, den du hops nimmst, bist du selber, weil du hast keine Hobbys. Geil, geile Argumentation, Alter. IQ wie Hosenstaller, mein Akkuin. Ja, nee, echt, ich sag mal so, du hast dich selber auseinandergenommen. Ich muss nichts mehr sagen, das war's. Das war's. Und weil du versuchst, mich jetzt irgendwie hinterrücks nochmal anzupissen, ne? Es werden immer noch Videos gegen dich kommen. Warte ab. Ich habe wirklich geplant, dass das jetzt das Finale ist. Aber nein. Wer bist du, dass du versuchst, mich irgendwie anzupissen? Bloody Mary Schwester, Amenakoin, Cousine von The Ring. Geh mal mit dir im Brunnen deine Haare waschen. Sick dir mein Orospus, Alter. Ja, Leute, ich habe schon auf jeden Fall zu Ende reagiert, so. Ich habe aber noch gesehen, dass sie irgendeine Scheiße gelabert hat, dass sie irgendwie alte Sachen rausgeholt hat, dass ich angeblich
Fame geworden bin durch Kommentare schreiben und so weiter. Wenn das doch so ist, dann mach's mir nach. Dann mach's doch nach, wenn das so ist. Weißt du, wie ich das meine? Im Endeffekt, wo stehe ich, wo stehst du? Ich bin nichts Besonderes, weil ich bin genauso ein Mensch wie du. Ich möchte mich irgendwie nicht höher stellen oder so. Ich bin ein Niemand, ich bin ein Nichts. Das soll nicht irgendwie abgehoben klingen oder so. Aber wenn du doch denkst, dass es so leicht ist, dann mach's doch nach. Dann mach's doch nach. Und dann holt ihr auch noch alte Beef-Videos raus und so weiter. Ach, einfach nur lächerlich, wallah. Guck mal, ich sag mal so, egal mit welchen YouTuber ich Beef hatte, egal ob ein Bikir oder wer auch immer, wallah Bila, selbst ein Bikir hat mehr Ehre als du. Selbst ein Yunus Amiri, der im Zug sich ein Jax hat mehr Ehre als du, Lan. Der geht vor die Kamera und sagt Entschuldigung wenigstens. Du gehst raus, haust obdachlos auf Videos, aber entschuldigst dich gar nicht. Denn was bist du für ein Mensch? Sagst du noch, wir sind alle kleine Kachbes. Wir sind alle kleine Kachbes. Ich sag mal so, guck mal, deine Beliebtheit kannst du dir immer wiederholen. Aber deine Ehre kannst du nie wiederholen.